Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 8. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir können uns ins... Nein, da geht's nur zurück. Wir können hier lang gehen oder in die andere Richtung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ich höre wieder einen Gnom, der an einen Ausgang buddelt. Okay, so viel zum Thema. Wir gehen hier lang. Immerhin ein Weg erledigt. Okay, jetzt haben wir schon wieder zwei Wege. Oh, Fässer. Und da sind noch zwei. Haufenweise Pilze. Ah, und zwei von diesen Kristallen. Umso besser. Ja, so ein Heilbrunnen oder sowas wäre mal wieder nicht schlecht, wenn wir das hier finden würden. Ein langer, langer Gang. Boah! Du Schande. Da habe ich mich entschlossen, einmal ganz am Ende vom Gang quasi wie heißt's? Zu rennen. Und was passiert? Ich stürze sofort in Gegner rein. Super. Okay, was ist das hier? Da geht's anscheinend wieder runter. Okay, da kommen wir später hin. Es könnte sein, dass das ja, ja genau, das Ding hier ist. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier oben, oder? Und Level up! Sehr gut. So viel zum Thema, wir brauchen Heilbrunnen, weil unsere HP langsam zu Neige geht. Guck mal, ist das hier? Ah ne, das ist einfach nur eine Überschneidung von den Karten. Was? Oh! So ein Vieh wieder. Okay, jetzt haben wir aber viel. Ich würde sagen, wir gehen mal vielleicht hier runter. Es war dann eher hier lang. Und hier lang. Ah, ne, da geht's. Okay, da geht's nochmal so lang. Okay, da machst du nochmal eine Abbiegung. Wow. Also auch hier gibt es anscheinend Untote. Was geht denn... Was passiert, wenn ich da runterstürze? Also hier müssen wir noch lang... Ja, okay. Was passiert, wenn wir da runterstürzen? Ich könnte mir vorstellen, entweder kommen wir in eine neue Ebene rein, zu der wir wahrscheinlich auch zu Fuß hingehen können, oder wir sterben. Ich probiere es mal aus. Ich würde sagen, wir sterben. Alles klar. Hätte aber auch anders sein können. Deswegen ausprobieren. Oh, das ist ja... Ich glaube, da muss ich Anlauf nehmen. Falls es überhaupt geht. Aber ich denke, das müsste gehen. Nehmen wir mal ein bisschen Anlauf und laufen auch schneller, also nicht aus dem Stand springen.
Genau so. Hallo? Hängst du jetzt? Nee, du hängst doch nicht. Ich dachte, du hängst jetzt. Wow, wow, wow. Okay, und jetzt haben wir eine... große Halle, wie es aussieht. Eine ziemlich große Halle. Mit... ah, nee, doch nicht so groß. Doch nicht so groß, aber das sieht doch interessant aus. Was haben wir denn da? Also erst einmal das hier. Wenn ich jetzt hier mal mich hindrehe. Das sieht doch aus, wie wenn da irgendwie noch was wäre, oder? Ein Geheimgänger haben wir ja bisher noch nicht gehabt. Okay, nee, da scheint aber nichts zu sein. Und das hier ist? Diese leuchtende Substanz. Was könnte das sein? Mitnehmen. Diese leuchtende Substanz. Vielleicht draufhauen. Was könnte das sein? Vielleicht einfach draufhauen. Eine leuchtende Dia-Substanz. Ich trage einen bernsteinfunkelnden Klotz. Das eine war ein bisschen von großen Pilz, blauer Ding, ne. Also von unseren Dings, was wir da haben, von unserem Zutatteil, haben wir hier nichts. Oh, aber ich sehe noch was anderes. Die haben viel gelootet. Viel gedroppt von netten Kristallen. Das war es auch, glaube ich, oder? Ah nein, da ist noch einer. Einer ist noch da, so. Ich glaube, dann sind wir hier mal fertig mit. Den Abgrund hätte ich beinahe vergessen. Geh lieber nochmal speichern. Beinahe in den Abgrund reingerannt. So, sehr schön. Jetzt gehen wir... ach, das Weiße. Ist das einfach nur die... nee, das ist nicht die Karte hier. Ich habe keine Ahnung, was das Weiße da ist. Ich dachte am Anfang, das wäre vielleicht hier von diesem nicht aufgedeckt. Sieh da, ein Platz, um eine Karte zu benutzen. Von hier aus kann ich magisch reisen. Oh, sehr schön. Ich dachte, das wäre sowas wie dieses Nebelding hier, was da ist. Aber das ist ja, sieht ja komplett anders aus. Okay, wir haben also unser Teil gefunden, wo wir den Teleporter verwenden können. Sehr gut. Es fehlt nur noch der Halbbrunnen. So, dann geht es... Karte anschauen. Ja, nur noch hier lang. Und darunter. Also zwei Wege haben wir quasi noch. Okay. Diese Wand, sie sieht anders als die anderen aus. Ja, das ist mir auch aufgefallen, vor allem auf der Minikarte hier. Können wir die entweder können wir die einreißen mit unserem Ding. Da hieß es ja, du kannst auch Steine mit kaputt machen. Oder wir brauchen wieder unser Fläschchen für Illusionssachen. Okay, das funktioniert nicht. Einfach durchrennen. Geht nicht. Dann probieren wir mal das Fläschchen aus. Da ist es unser letztes ist. Gehen wir auf jeden Fall speichern. Und dann probieren wir mal. Ich glaube, das hier war's. Dieser Trank wird für mich Objekte der Täuschung, Illusion oder Unsichtbarkeit aufdecken. Nee, passiert aber nichts. Diese Wand, sie sieht anders als die anderen aus. Also es ist keine magische Illusion oder sowas. Kann man sie dann doch einreißen? Hätte ich mehrmals draufklopfen müssen? Oder es gibt irgendwo einen Schalter, um die Wand wegzumachen? Also, dass es so eine Geheimtür ist, wo man einen Schalter umlegen muss.
Aber hier sehe ich jetzt gerade nichts. Und kaputt kriegen tue ich sie anscheinend auch nicht. Oder man muss zigtausendmal drauf klopfen. Okay, dann halt wahrscheinlich tatsächlich durch einen Hebel. Die Fackel hier? Nee. Okay, dann weiß ich im Moment nicht, wie das hier geht. Dann würde ich sagen, gehen wir runter. Die Wand, das müssen wir uns im Auge behalten, dass da was ist. Kommen wir später nochmal dazu. Ich denke, wir gehen jetzt erst einmal. Ja, das sind ganz schön heftig hohe Stufen hier. Bin ja mal gespannt, was uns hier im Untergrund erwartet. Oder muss man vielleicht diese seltsame Substanz damit benutzen? Das ist wie eine... Ja, so eine Säure, das Ding weglöst oder sowas. Könnte man auch probieren. Allerdings ist es jetzt alles nur... Ich rate jetzt hier alles nur... Das ist mir jetzt nicht geheuer. Okay. Da geht's ganz schön runter und da scheint eine Brücke zu sein. Die müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwie... Ach, das ist... Deswegen ist das hier so angezeigt. Das Teil ist das unter... Ah! Das ist das, dieses Teil hier. Und das hier geht hier hoch zu diesem Raum hier. Okay. Können wir mit den Dingern hier was benutzen? Nee. Hm. Drehen die sich alle? Ja, die drehen sich alle. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, okay. Runterfallen sollten wir wahrscheinlich nicht. Also, ich bezweifle, dass wir das überleben. Moment. Ah! Aha. Wo kommt denn das Ding her? Kapiere ich jetzt nicht. Ich dachte am Anfang, das wäre einfach unsichtbar gewesen. Ach, das ist die Brücke, die wir gesehen haben. Vielleicht konnte man das Ding doch anklicken. Oh, das war einfach... Ja, so, guck mal. So sieht es ziemlich unsichtbar aus. Das ist eine unsichtbare Brücke. Die wird nur durch einen bestimmten Winkel sichtbar. Deswegen... Ha, wie cool. Und die Gänge sehen auch ziemlich interessant aus. Die sehen komplett anders aus als vorher. Oh. Wen haben wir da? Den Trank nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier hinten ist da noch irgendwas. Ne, das sieht aus wie ein eingestürzter Gang wieder. Dann würde ich sagen, der war auch in diesem Ladescreen zu sehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der zu berichten hat. Oder was der von uns will. Gut getroffen, alter Mann. Sagen Sie mir bitte, warum sind Sie so zusammengekauert in der Dunkelheit? Jammer schade, junger Mann. Alles ist verloren. Hoffnungen, Träume, Ziele... Nichts ist übrig geblieben, bis auf einen schwachen Funken des Glaubens. Ich bin dieser Funke, personifiziert in der Erscheinung der einst so stolzen Menschen, die vor langer Zeit diese Tunnels bewohnten. Aber wie du sehen kannst, lasse auch ich langsam nach. Aber alter Mann, Glaube ist nicht verloren. Er kann wiedergefunden werden. Törichter Bursche, Glaube kann man nicht finden. Er muss entzündet und dann tief innerhalb der Seelen aller Menschen eingelassen werden. Nur der Erleuchtete kann so eine Tat vollbringen. Der Erleuchtete? Wer könnte das sein? Der Charakterstarke, der das Licht des Lebens erreichen wird. Er wird der Menschheit Glaube, Hoffnung
und einen Neubeginn zurückbringen? Das Licht des Lebens? Sage mir bitte, wo könnte man anfangen zu suchen? Es ist überall und nirgends. Der Erleuchtete weiß die Antwort. Es ist eine gerechte Antwort, alter Mann. Pflegen Sie behutsam Ihren Glauben. Aus einem kleinen Funken kann immer noch ein Brand entfachen. Ich habe noch nicht aufgegeben. Danke dir, Bursche. Wir brauchen also das Licht des Lebens. Ob das damit was zu tun hat, das leuchtet ja so ein bisschen. Ich glaub's aber nicht, aber... Entschuldigen Sie, alter Mann. Ich habe eine Frage. Glauben Sie, dass das Licht des Lebens innerhalb der Finsternis dieser Tunnels erreicht werden kann? Das kann ich nicht beantworten, junger Mann. Nur der Erleuchtete würde dieses Wissen haben. In der Tat. Danke. Entschuldigen Sie, alter Mann. Ich habe eine Frage. Ja, okay, das ist dasselbe wieder. Glauben Sie, dass das Licht des Lebens innerhalb der Finsternis dieser Tunnels erreicht werden kann? Das kann ich nicht beantworten. Also, jetzt wissen wir zumindest, was wir machen müssen. Nur der Erleuchtete würde dieses Wissen haben. In der Tat. Wir müssen dieses Licht finden. Und dann wahrscheinlich ihn bringen hier. Ich glaube nicht, dass es was mit der Substanz da zu tun hat, was auch immer das hier ist. Wie gesagt, es leuchtet so ein bisschen. Ich trage einen bernsteinfunkelnden Klotz. Das ist für mich nicht interessant, junger Freund. Dieser Kristall! Nimm ihn weg! Er zeigt das Ende aller Hoffnung! Okay, war zwar nicht das, was wir brauchen, aber es war interessant. Ein Haufen aus kristallenen Scherben. Ein Haufen aus kristallenen Scherben. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall was hier. Dann lasst uns doch mal einfach wieder zurückgehen. Hier ist auch das Ding. Gut. Dann sind wir hier eigentlich auch fertig. Wo können wir jetzt hingehen? Wir könnten nochmal zur Wand gehen. Hoppala. Zu dieser seltsamen Wand und diese Substanz einfach nochmal benutzen. Oh je. Hier hochzukommen, das ist ja... Klettern kann man leider auch nicht. Das heißt, wir müssen die Stufen hier hochspringen. Okay. Lass uns nochmal zu dieser Wand gehen. Ich will einfach nochmal, auch wenn ich es nicht glaube, einfach mal diese zwei Gegenstände mit der Wand benutzen und einfach mal schauen, was passiert. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Genau, das dachte ich mir. Okay, was haben wir denn sonst noch alles zu tun? Da waren wir jetzt überall schon. Hier waren wir überall schon. Hier waren wir überall schon, genau. Dann bleibt nur noch dieses Ding hier übrig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Wenn wir die Steine drauflegen, kommen wir ja da weiter. Das haben wir ja schon gemerkt gehabt. Und ich denke, da geht dann der Weg weiter dann. Und wir haben ja zum Glück genug Steine, um hier was zu machen. Ist aber auch der einzige Weg, wo ich noch jetzt wüsste, was wir machen können. Alles andere war mal ja schon gewesen. Was, sind wir ja richtig? Ja, ich glaube, jetzt sind wir richtig. Ach, genau. Ich erinnere mich, das war ja dieses, diese Treppe, wo wir runtergehen konnten, hochgehen konnten. Wenn es das nicht ist. Schauen wir mal. Hier sollten ja keine... Oh, Pilze. Warum habe ich die vergessen? Na, wahrscheinlich einfach übersehen. Wahrscheinlich habe ich die einfach nur übersehen.
So. Dann legen wir einen hierher. Dann müsste sich das Ding drehen, wenn ich mich recht erinnere. Wir legen einen da drauf. Den wir natürlich, ja, missbauen. So. Und wir öffnen die andere Seite von diesem komischen Ding. So. Und jetzt kommen wir hier rüber. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir da haben. Ich habe ja den Eindruck gehabt, dass wir vielleicht das andere auch nochmal von beiden... Ah, das sehen wir jetzt gleich, ob es da auch noch Eingänge gibt. Ob wir die irgendwann mal auch auf die andere Seite drehen müssten. Aber nee, da gibt es anscheinend nichts. Es war also richtig. Können wir gar nichts falsch machen. Ach nee. Das ist nur wieder so ein Gnom, der hier arbeitet. Wahrscheinlich wieder... Weg, oder? Entschuldige, suchst du noch etwas? Ich grabe ja, doch. Einen Ausgang aus unserem Land. Einen Ausgang? Jawohl. Ja, haben wir schon öfters gehört. Hat einen Einsturz verursacht. Jetzt haben wir keinen Weg nach draußen mehr. Ich wünsche dir viel Glück, guter Herr. Alles klar. Also hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir können nur noch hier lang gehen. Okay, ich bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. Aber ich würde auch sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.